Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Ja, hi, hier ist Alex und der Stefan vom Monatsmob. Wir sind zusammen, Alex. Nicht über Skype getrennt, sondern zusammen in deinem Strandkorb. In meinem Strandkorb, genau. Voll cool. Ja, und wir haben die Gelegenheit gleich genutzt und vorher zusammen meditiert. Auch zum ersten Mal. Ja. Heute ist der 16.11. Ich bin in Nürnberg zu Besuch und da hat sich angeboten, dass wir uns endlich mal wieder sehen seit Irland. Nicht bloß über Skype und dass man auch zusammen meditiert. Ja. Und genau. Es war schön. Ja, und ja, wir haben ja einen Zwischenstopp. Das heißt, wir berichten mal so ein bisschen, was wir in den letzten 15, 16 Tagen so erfahren haben beim Meditieren. Ich fang mal. Ja, fang mal. Gut. Also ich bin ziemlich gut eingestiegen. Wir haben beide Headspace gemacht am Anfang, die App, die wir auch empfohlen haben in der ersten Folge, oder die uns empfohlen worden ist auch. Also englische geführte Meditationen, jeweils 10 Minuten lang. Und ich habe es zusammen mit meiner Freundin am Anfang gemacht und das hat dazu geführt, dass wir immer abends meditiert haben. Das waren die ersten 2 Folgen, war das super, da war ich richtig motiviert und hat sich gleich richtig gut angefühlt. Und dann ist aber so ein bisschen die Anfangsmotivation ein bisschen weg gewesen und ich glaube, das Problem war, dass ich einfach recht spät immer meditiert habe, zum Teil erst um 10 Uhr abends. Und dann habe ich so viel gegähnt, ich habe es ja schon erwähnt in der Facebook-Gruppe, dass ich nur noch mit Gähnen beschäftigt war. Und dann muss man auch viel schlucken und ich bin so ein auditiv reizvoller Mensch, okay. Reizbarer Mensch. Und dann höre ich nur auf mein eigenes Schlucken und bin dann abgelenkt. Und deswegen, seitdem Headspace aus ist, mache ich auch was anderes, seitdem die ersten 10 Tage aus sind und habe auch früher meditiert und das ist viel, viel besser. Also das ist eine Erkenntnis, die sich abzeichnet, die noch nicht gefestigt ist, aber das ist das Erste, was ich berichten kann. Wie ist bei dir? Also ich hab eigentlich schon über alle Zeiten am Tag, aber das stimmt, je später, desto schwieriger ist es. Und eigentlich, ich finde auch, man nimmt weniger mit, weil man zieht da ja Energie raus und Kraft raus aus dem Meditieren. Ich fühle mich dann auch immer so ein bisschen, als ob ich frisch aufgestanden wäre. Deswegen ist es eigentlich... Am Morgen ist es nett, aber am Nachmittag ist es eigentlich auch richtig gut, weil man nochmal so einen Energieschub bekommt irgendwie. Und ich habe es auch 2-mal genutzt, wie ich irgendwie gestresst war, Kopfschmerzen. Und ich habe es echt 2-mal geschafft, dass meine Kopfschmerzen danach so gut wie weg waren. Okay. Also das ist wirklich richtig gut, ja. Ich meine, man muss dann zwar halt 10 Minuten, 5 Minuten investieren oder so. Und es kostet in dem Moment auch echt Überwindung, weil du eh schon ein bisschen so... Oh, und gestresst und auch jetzt auch noch meditieren, aber das ist wirklich sehr sinnvoll investierte Zeit. Sehe ich genauso. Wenn du gerade beim Thema Schmerzen bist oder Kopfweh, was ich in Meditationen schon auch früher erfahren habe, ist, dass mir irgendwie hier in der Herzgegend irgendwie ein bisschen was wehtut. Das ist interessant, das habe ich noch nicht rausgefunden, was es ist. Das ist manchmal da, manchmal nicht da. Und auch manchmal hier im Hals hier oben irgendwie. Das ist, weiß nicht, was da... Ich glaube, da ist ein Chakra irgendwo. Vielleicht ist das noch, vielleicht will das noch ein bisschen mehr aufgehen oder sowas. Es ist interessant, weil also ich, wie Stefan schon gesagt hat, Anfang haben wir Headspace gemacht. Ich. das war okay, das war ja nur eine Stimme irgendwie, die Meditation geführt hat. Aber ich bin ja dann irgendwann schon Tag 8, 9 bin ich dann umgeschwenkt auf calm.com. Da gibt's halt sehr, sehr schöne Musik und da habe ich dann festgestellt für mich, dass es mit Musik irgendwie viel, viel besser funktioniert, weil irgendwie, da hat sich mein ganzer Körper irgendwie, da war viel mehr Energieaustausch da, da hat sich viel wärmer alles angefühlt und weil du eben, da kam ich jetzt drauf, weil du es mit dem Herz gesagt hast, weil ich eben in der Herzgegend eigentlich eher gemerkt habe, dass sich so ein warmes Gefühl da ausbreitet, wenn ich das mache. Das habe ich auch im ganzen Körper, ja. Aber es sticht halt manchmal an dieser Stelle, okay. Aber auch nur manchmal, es muss... Werdest du weiter beobachten, was da los ist. Das mit der Musik bei dir ist sicherlich dadurch, dass du einfach sehr musikalisch
veranlagt bist oder sehr auch, guten ja, Zugang zur Musik hast. Auch, aber ich habe die letzten Tage einen guten Tipp gelesen von irgendwie so einer Meditationstrainerin und die meinte, man sollte sich zum Meditieren immer einen Fokus suchen, der aber nicht so stark ist, dass man sich jetzt nicht konzentrieren muss, weil der Fokus halt dafür sorgt, dass man schon ein bisschen quasi, ja, dass man halt fokussiert ist und die Gedanken schon nicht so leicht abdriften können. Was kann der Fokus sein, dass du auf deinen Atem zum Beispiel achtest? Genau, du kannst ja auf deinen Atem achten, du kannst in deinen Körper reinspüren, das kann ein Mantra sein, das kann aber eben auch Musik sein. Es kann aber theoretisch, auch wenn du es mit offenen Augen machst, kann es auch einfach der Horizont sein, den du beobachtest. Oder was ich also, öfters geschafft habe, dass ich jetzt mich auf die Nase konzentriere, wie die Luft schön kalt reinfließt und langsam wieder rauskommt, warm dann. Das ist der schöne Unterschied, den man immer spürt. Und das hat sich dann so richtig schön weich angefühlt in der Nase. Mhm. Voraussetzung ist, dass die Nase frei ist, aber das ist meistens der Fall. Ja, genau. Da muss sich wahrscheinlich jeder auch für sich selbst einfach suchen, was halt, welcher Fokus für ihn da am besten ist. Für mich scheint jetzt Musik ganz gut zu funktionieren. Mhm. Man muss ja auch nicht den Fokus während der Meditation beibehalten. Bei Headspace war es ja auch immer so, dass man verschiedene Fokusse setzt. Bewusst. Genau. Erstmal Atem, dann Körperempfindung, was ich sehr cool finde, dass man da durchscannt und dann sich bewusst wird, was denn in den einzelnen Körperteilen noch los ist. Ja. Und was ich auch einfach eine sehr wertvolle Erkenntnis finde, ist, dass man eigentlich ins Meditieren nicht wirklich Erwartungen stellen sollte. Das habe ich auch die Tage mal gehört, weil wenn man da einfach rangeht mit dem, mit der Erwartung, dass man irgendwie eine höhere Erfahrung dadurch hat beim Meditieren, dann ist man ja eigentlich schon wieder selbst so in den Gedanken drin mit dieser Erwartung, dass man das jetzt haben will, dass man ja eigentlich wieder nicht loslassen kann und also das Problem hatte ich nicht bis jetzt. Ich war da immer recht, einfach mal machen. Genau, einfach mal machen und ja, ich hatte jetzt auch noch keine transzendentalen Erfahrungen, aber es ist halt einfach entspannt, gibt Energie, ist ein sehr schönes Gefühl. Ja. Ja, ich habe es dir gerade erzählt, nachdem wir fertig waren, dass ich aber zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass mein Körper so leicht taub wird und ich irgendwie nicht abdrifte, aber zumindest so in einem Vorschlafzustand, da wird der Körper ja auch so leicht taub. Also muss jetzt nicht das Ziel sein, oder? Aber ich denke, man sollte sich auch nicht verschweren gegen solche Erfahrungen, wenn die dann kommen. Ja, ja, genau. Ich habe, ich bin jetzt gerade von einer Jahresplanungssession ja zurückgekommen und da habe ich alte To-Do-Listen angeschaut und da stand halt 2013 stand drin, täglich meditieren. Oder ich wollte jetzt. Für 2013 oder für genau, 2014? Ich habe es eigentlich für 2013, habe es aber schon seit 2010, glaube ich, vor. Und jetzt endlich durch unseren Monatsmob mache ich es täglich und das ist absolut geil. Also ich werde es beibehalten, da bin ich mir sehr sicher. Ja, ich auch. Ja. Also, ja. Also es ist, glaube ich, auch insgesamt ein weiter Weg, wenn man da, ich meine, es ist jetzt schon gut und schön, aber das erfordert schon auch Training. Ja. Weit mehr als 30 Tage. Denke auch. Mal. Weil wenn man wirklich richtig gut drin ist, dann, was auch immer gut jetzt heißen mag, aber dass man dann auch einfach, wenn man mal von Stress und Lärm umgeben ist, dass man dann auch mal in seine Zen-Zone zurückkommen kann und das wäre jetzt was ich noch gar nicht schaffen würde. Ich muss mir mal Zeit nehmen, irgendwo einen separaten Raum hinsetzen und. Was man es überall machen kann. Ja, ja, genau. Und Gott ist auch in der U-Bahn als. Genau. Als Königsweg dann vermutlich, weil da sind die Energien vermutlich nicht so gut. Nicht so gut wie hier im Strandkorb. Ja. Also ich finde es auch prima. Es ist ja, mir taugt es auch total gerade, weil ich werde ja mit meiner Freundin Dezember, Januar nach Thailand und Myanmar gehen und habe ja von dir auch zum Glück ein Buch über den Buddhismus ausgeliehen bekommen und lese mich da gerade ein, deswegen passt das auch gerade irgendwie alles zusammen. Hm. Da bin ich gespannt, was du dort für Erfahrungen machst. Vielleicht ist dort das Feld noch ein bisschen so, dass du noch leichter in irgendwelche guten Flows reinkommst, Meditationsflows. Kann gut sein, ja. Das ist ja doch die Geburtsstätte da unten irgendwo. Ja, natürlich, ja. Ich meine, da wurde es ja schon seit Jahrtausenden im Prinzip praktiziert. Ja. Kommt aus Indien ursprünglich, oder? Na gut, gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. sonst, haben wir noch was? Nö. Außer den Aufruf an dich, der du das Video siehst, der du den Podcast hörst, schreib uns, wie es bei dir läuft, in die Facebook-Gruppe. Oder unter den Beitrag natürlich hier im Kommentar und wir sind immer gespannt auf eure Erfahrungen und freuen uns auf den Austausch. As usual!
Ja. Dein Schlusswort. Strandkörbe sind geil. Macht's gut und viel Spaß beim Entspannen weiterhin. Jo. Ciao. Monatsmord.